Hallo, mein Name ist Shelia Stevens-Würzig und ich möchte Ihnen heute verraten, wie Sie phänomenale Empfehlungen und dadurch neue Kunden erhalten. Das Video wackelt ein bisschen, weil ich mit dem iPad drehe, nicht dass Sie sich wundern. In dem heutigen Video-Blogbeitrag werden Sie erfahren, warum Empfehlungen so wichtig sind in Ihrer Marketingstrategie, was eine wirksame Empfehlung ausmacht und wie Sie diese erhalten, sowie wo Sie Ihre Empfehlungen veröffentlichen sollen und in welchem Format diese vorkommen. Wir beginnen mit einer kleinen Definition von Empfehlungen. Empfehlungen, Kundenstimmen, Referenzen und Testimonials sind eins und dasselbe. Nämlich es geht darum, dass Ihre Kunden darüber positiv berichten, was sie aus der guten Zusammenarbeit mit Ihnen an Ergebnissen erhalten haben und warum sie zufrieden sind mit Ihren Dienstleistungen oder vielleicht auch mit Ihrem Produkt. Sie ahnen es wahrscheinlich schon, für Ihre Marketingstrategie sind Testimonials deswegen so wichtig, weil die Stimmen anderer sind gewichtiger als Ihre eigenen Werbebotschaften. Und zwar jedes Mal. Menschen kaufen nur von Menschen, die sie mögen, also kennen, mögen und denen sie vertrauen. Und Testimonials spielen eine sehr wichtige Rolle bei dem Aufbau von Vertrauen. Vor allem, wenn Ihre potenziellen Kunden sehen können, dass andere auch gute Erfolge mit Ihnen gemacht haben oder gute Ergebnisse mit Ihnen gemacht haben. Aber was macht eine wirksame Empfehlung eigentlich aus? Viele Unternehmer wissen, dass eine gute Empfehlung wichtig ist, aber sie wissen nicht, was eine so halbwegs gute von einer sehr guten Empfehlung ausmacht. Wissen Sie es? Ich verrate es Ihnen jetzt. 1. Sie brauchen einen echten Menschen, also mit Namen und Foto, was ersichtlich macht, dass Sie Ihre Testimonial von einem echten Menschen haben. Das unterschätzen viele Leute. Sie meinen, sie können einfach ein anonymes Testimonial abdrücken, aber die Menschen wollen sehen, dass da eine echte Person dahinter steht. Aber Vorsicht, Falle! Ich höre immer wieder diesen Einwand. Meine Themen der Zusammenarbeit mit meinen Kunden sind so vertraulich, dass sie nicht bereit sein werden, sich in der Öffentlichkeit zu stellen und darüber zu sprechen. Meistens, in 95% der Fälle bei näheren Nachfragen bei den Kunden, mit denen man gearbeitet hat, sind sie sehr wohl bereit, eine Kundenstimme abzugeben, und zwar mit Foto und mit ihrem eigentlichen Namen. Und in den Situationen, wo sie nicht bereit sind, kein Problem, wir können das umgehen, indem wir das anonym aufnehmen. Besser als gar keine Kundenstimmen. Habe ich recht? Was ist eine zweite Kriterie? Eine zweite Kriterie ist, dass sie eine Vorher-Nachher-Geschichte anbieten. Das ist ein sogenanntes Makeover-Testimonial. Sie kennen das sicherlich von der Brigitte und anderen Frauenzeitschriften. Auf der linken Seite wird abgedruckt eine normale Frau, die unscheinbar wirkt. Und auf der rechten Seite sehen Sie, nachdem diese Frau geschminkt und frisiert und schön gekleidet wurde, eine absolute Schönheit. Und der Wow-Effekt ist vorprogrammiert, denn wir Menschen lieben diese Vorher-Nachher-Stories. Geht es Ihnen auch so? Wahrscheinlich ist es so, Sie freuen sich über solche Makeover-Geschichten zu sehen. Das heißt, helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie ihnen erklären, Sie sollen, wenn Sie ein Testimonial schreiben, sowohl Ihr Vorher als auch Ihr Nachher beschreiben. Und desto deutlicher der Unterschied ausgearbeitet wird, desto wirksamer wird Ihr Testimonial sein. Eine weitere Kriterie ist ein authentischer Ausdruck von Enthusiasmus. Und ich weiß, wir sind im deutschsprachigen Raum und hier ist es nicht gang und gäbe, dass man sich so euphorisch ausdrückt. Man verhält sich eher verhalten, das kann man sagen, gell? Und möchte sich nicht so in aller Öffentlichkeit überschwänglich zeigen. Nur das Problem ist, dass so ein lauwarmes Testimonial ohne Enthusiasmus nicht vertrauenswürdig ist. Daher fassen Sie den Mut und bitten Sie Ihren Kunden um einen enthusiastischen, aber authentischen Ausdruck von Ihrer Zufriedenheit. Das ist ganz wichtig. Eine letzte Kriterie, was eine wirksame Empfehlung ausmacht, ist, dass Ihre Interessenten haben die Möglichkeit,
mit diesen Kunden, die ein Testimonial abgegeben haben, dass sie mit ihnen sprechen können. Die meisten wollen das nicht, aber einige werden schon die Gelegenheit in Anspruch nehmen und sie werden überrascht sein, wie gerne ihre Kunden sich bereit erklären, um das zu tun, falls es notwendig sein sollte. Also auch dort seien Sie mutig und schauen Sie, dass Sie diese Möglichkeit anbieten. So, die Frage ist natürlich, wo sollten Sie diese ganze Testimonials abdrücken, veröffentlichen? Meine Antwort darauf ist ganz klar. Immer und überall, wo Sie nur können. Auf Ihrer Website, in Ihrem E-Mail-Newsletter, in Ihrem Druckmaterial, wenn Sie welche haben. Und featuren Sie Ihre Kunden und Ihre Ergebnisse in Ihren Marketing-Webinaren und. Also überall, wo es möglich ist, zeigen Sie Testimonials. Diese werden zu einer erhöhten Conversion führen. Das heißt, Sie werden mehr Leute haben, die von interessierten Kunden gemacht werden können. Aktuelle Studien von Marketing Funnel zeigen sogar, wenn Sie ein Text-Testimonial mit einbinden in Ihre Marketingkommunikation, dass Sie Ihre Konversionsrate erhöhen bis zu 25%. Wenn Sie ein Video-Testimonial anbieten, steigern Ihre Konversionsraten bis zu 200%. Das ist also schier unglaublich und auch der Grund, warum ich demnächst eine Video-Testimonial-Strategie auch einsetzen werde. So, ich hoffe, das hat Ihnen geholfen, dass Sie wissen jetzt, was Sie tun können, sollen, müssen, um noch mehr Kunden zu gewinnen, dadurch, dass Sie gute oder nicht nur gute, sondern phänomenale Empfehlungen erhalten. Meine Marketingaufgabe für Sie in dieser Woche lautet: Gehen Sie da raus und fragen Sie mindestens 5 bis 7 Menschen aus Ihrem Kundenkreis, die zufrieden sind mit Ihnen, nach einem Makeover-Testimonial und veröffentlichen Sie dieses so bald wie möglich überall. Wenn Sie noch keine Kunden gehabt haben, können Sie natürlich in Ihrem unmittelbaren Umgebung greifen mit Menschen, die Sie in anderen Situationen gearbeitet haben und fragen Sie sie darum, ein Testimonial für Sie zu schreiben. Wenn Sie sich interessieren für weitere solche Strategien und Tipps, wie Sie heute bekommen haben, dann besuchen Sie meine Website auf shaliastevens.com. Dort erhalten Sie meinen ganz neuen Spickzettel in 7 Schritten online mehr Kunden gewinnen und können auch dort meine Kundenstimmen lesen, sodass Sie ein gutes Beispiel haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wir sehen uns wieder online. Tschüss!